meine Damen und Herren, was haben wir denn hier? Bei diesem CSGO Overwatch am Start schon wieder Train. Aber diesmal hoffentlich keiner, der sich dreht, denn gerade eben habe ich schon einen für euch aufgenommen. Ja, ein Wingman. Und, ja, ich habe in der Sekunde, wo ich sage, hoffentlich ist es ein gescheiter Fall, fängt er an, sich zu drehen wie so ein Affe. Und gut, Affen drehen sich jetzt nicht zwingend, aber ihr wisst, was ich meine. Und schon ist mir die Lust vergangen, das zu verarbeiten. Da ging dann einfach nichts mehr. Vor allem in dem Wingman, das geht dann noch schneller zu Ende. Dann haben wir dann 3 oder 2 Minuten Overwatch mit jemandem, der sich dreht. Nee. Dann lieber hier sowas Gescheites, zwar wieder auf Train, das andere war auf Inferno, aber was soll's. Willkommen, meine Damen und Herren, hier nochmal eine winzige, erst was anderes, Livestream bis heute, ab 18 Uhr, kommt dazu, jetzt also gleich, ja, einfach reinkommen in den Livestream. Reinkommen, Spaß haben und so weiter. Einige fragen mich, warum ich dieses am Anfang mache, ob ich mir das jetzt bei PewDiePie oder so abgeguckt hätte. Also erstens mache ich das schon wirklich eine ganze Weile und zweitens ist es dafür da zur Synchro. Ich habe hier ja nur eine Aufnahme, ich drücke drauf. Und manchmal braucht OBS 2 Sekunden, bis die Aufnahme beginnt. Oder 1 Sekunde. Und manchmal geht es direkt. Und wenn ich drauf drücke und sofort anfange zu labern, kann es sein, dass der Anfang abgeschnitten ist. Deswegen mache ich am Anfang. Und dann erst. Also ich drücke drauf, mache. Dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich in diesem anfange. Und nicht in mein Wort praktisch rein aufgenommen werde von OBS. Kleine Mini-Erklärung am Rande. Willkommen hier doch mal an euch. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, dass hier jetzt kein Spinboy am Start ist. Ja. Hofft man eigentlich generell, dass man überhaupt keinen Cheater hat im Overwatch? Oder hofft man darauf, dass man einen Cheater hat? Eigentlich hofft man ja im Sinne der Community darauf, dass man nur Legends sieht, wo man sich denkt, shit, Alter, die wurden zu Unrecht reported. Aber irgendwie haben die ja dann doch des Öfteren an, ne? Aha. So, ganz klar. Das ist ganz klar, das ist No-Clip. Ne, was sagt ihr zu dem Bunnyhop? Der sah schon, also für mich als Bunnyhop-Laie, sah das machbar aus, oder? Weil er auch so gewackelt hat. Gottes Willen, ich kenne mich so schlecht aus mit Bunnyhops. Lacht mich bitte nicht aus. Aber ich glaube, dieses Rumgezappelt, das zeigt, dass die Bunnyhops schon bei so 3, 4, 5 Hops sowas geht. Aber alles darüber hinaus und vor allem in gerader Linie wäre dann nicht mehr so easy nachzuweisen, also als Standard, oder? Also als, das ist gut. Naja, ich habe jetzt aber gar nicht auf seine Schüsse geachtet. Bin der Homunculus? Okay, Monsieur, was war das? Was war da denn los? Diesen einen, hat er wie Hops, der hat das doch auch, der hat das bestimmt, ist es eigentlich verboten, das aufs Mausrad zu legen? Das haben einige, die ich kenne, die haben, springen auf dem Mausrad und dann scrollen sie vor und dann machen sie irgendwie, es erleichtert einem halt diese Hops. Ich glaube, das ist nicht verboten, ne? Erst ein richtiges Script wäre verboten oder halt Other External Assistant. Um das eine für alle mal oder mal wieder geklärt zu haben, wir haben es schon oft geklärt, das ist immer wieder eine schöne Frage für hier drin, wisst ihr Bescheid. Da hat er aber ganz schön reingepresst, was macht er jetzt mit Cat? Achtung, Cat wird zerstört in 3. 2, 1, 0. Nicht. Boah. 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 Mich wundert schon, dass die zwei so miteinander haben. Da Pelikan ist es, glaube ich, und er hat vorhin ihn angeschossen. Er schießt zurück, hat ihn nicht getroffen. Er schießt schon wieder auf ihn. Die Nummer 4 ist, ja, Pelikan. Ich gehe davon aus, dass es 2 Mates sind, so wie die rumhantieren. Also so wie sie sich geben, kommt es mir so vor, als wenn es 2 Mates wären. Darum würde ich da jetzt auch erstmal noch keinen Grief drücken, aber irgendwann ist auch der Mate-Bogen überspannt. Ne? Da gehen doch wirklich krasse Headshots rein bei ihm. Und da ist schon wieder in die Fratz. Auch immer nach einem ziemlich ähnlichen Muster, bis jetzt zumindest. Der aimt meistens ein Stück unten rechts drunter, drückt ab und dann geht's in die Rübe. Solche Flicks kann man schon machen, aber wenn sie sich dann irgendwann nur noch ähneln die ganze Zeit, dann ist das sehr merkwürdig. Gell, Kätzchen? Die Katze ist auch gerade da. Die findet auch, dass da echt was im Busch ist. Hey, Kätzchen. Ist da was im Busch? Soll ich dich mal nehmen? Huh? Da war die Knoppe. Willst du schmusen? Wie sie mich festhält. Nein, ich möchte nicht schmusen, du Dödel. Da leg dich mal hin, Babylein. Leg dich hin. ja. Sie will sie nicht hinlegen. Sie will sie jetzt nicht hinlegen. Sie übertreiben es etwas. Also ich würde da schon Richtung Grief gehen, weil es natürlich, also Freunde hin und her, schön und gut, aber das ist natürlich fürs restliche Team scheiße, ne? Wenn du 2 Vollidioten hast, die ja im Teamchat sogar so machen, nur Alter, hat dem gerade in die Fresse geschossen? Okay. Die dann da hocken, ich schieß den an, weil wir sind Kumpels, ist nicht schlimm. Und du willst als Team ja eigentlich nur gewinnen und nicht 2 Affen haben, die sich gegenseitig killen. Darum ist sowas doch, Spiel, nicht spielunterbrechend, aber Spiel, boah, nee, nicht unterbrechend, aber das andere halt, ihr wisst schon.
es stört den Ablauf des Spiels, stört die Mates und das ist keine tolle Sache. Darum würde ich da auf jeden Fall in Richtung Grief gehen. Aber was sagt ihr zum Rest? Aim, Unterstützung, Vision, no, other external assistant. Was würdet ihr dazu sagen? Immerhin dreht er sich noch nicht. Wir schauen uns mal die Stats an, was er so treiben. Hallo Maus, wo bist du hin? Ah, da ist er doch. So, okay. Die Tees, also zwei haben schon aufgegeben. Drei sind noch da. Sie haben jetzt nicht allzu viele Killerinis, Bambinis. Hat er sich eben selbst umgebracht, weil er jetzt minus eins hat? Der ist eben, ich krieg oben rechts keine Anzeigen von wegen, ne? Aber ich denke, der ist... Oh, guck mal, die Pinks bei den Jungs. Das hab ich auch noch nicht gesehen. Dass bei den Gegnern ultimative High-Pings, also die haben generell recht hohe Pingarinis. Aber dieses Team im Vergleich zu dem, das ist ja abnormal. Der fährt ja bald mit einem 200er Ping hier, der Albatross. Ja, also das ist... Ich denke, also falls da was im Busch ist, wissen sie, dass es nicht nur bei Imo, sondern auch bei mehreren Leuten der Fall ist, dass da vielleicht ist Hurricane. Ne, halt, das ist ja Pelikan, der mit dem er sich battelt. Ja, vielleicht wissen sie, dass es ein Hack-Game ist und killen sich deswegen auch gegenseitig. Müssen wir mal gucken. Achso, ich habe jetzt gar nicht nach den Skins geschaut. Wechsel nochmal, ja, wechsel mal kurz zur Waffe. Komm schon. Suspect, bitte. Ich weiß, du hast ein tolles Knife, ja, aber kann ich bitte kurz die Waffe sehen? Come on, dude, please. Ah, er steht da einfach rum. Also allein auch das Rumstehen ständig, stehen bleiben und in die Weltgeschichte gucken. Alleine das wäre ja schon langsam. Wäre ja schon langsam eine Grief-Ansammlung. Ich merke an, dass er die ganze Zeit nur mit Pelikan rumgepibbelt hat, der Suspect, und eben jetzt erst angefangen hat, auf Hurricane, auf ihren Top-Fragger zu gehen. Einer rennt hinten bei Ivy durch. Er geht B und die anderen stehen am Spawn rum. Also zumindest 5 und 3. 4 entfernt sich gerade. Uff. Was würdet ihr sagen, was da im Busch ist, ne? Schreibt sie in die Kommentare, meine Damen und Herren. Ich mache euch auch wieder eine Abstimmung an. Ich hoffe, dass ich sie heute direkt mache und nicht vergesse. Oftmals habe ich halt gerade an den Streamtagen, so wie heute, mache ich die Videos recht knapp. Also da ist ja um 18 Uhr der Stream und manchmal mache ich die dann erst um 4:30 oder gar 5. Und dann bin ich froh, wenn die gerade noch so um 17:45, also 15 Minuten vorm Stream halt in die Premiere gehen können. Und da vergesse ich manchmal die Einstellung. Ja, also, was war das denn jetzt? War das jetzt eben so, geht ihr ran oder oh, ich versuche zu heiden? Das war sicherlich nicht dein Ernst. Hey, nicht so laut, gell? Dankeschön. Ja, naja, also, was wollte ich jetzt sagen? Ja, genau, die Abstimmung mache ich bestimmt wieder rein. Die ist dann von euch aus oben rechts im Bildschirm. Da könnt ihr dann auch nochmal abstimmen. Aber natürlich freue ich mich über Kommentare. Ihr wisst, ich freue mich über alle Kommentare. Ich lese alle Kommentare und vor allem kommentiere oder beantworte ich auch alle Kommentare. Also von daher ist es, glaube ich, lohnenswert, in den Dialog zu kommen. Wenn auch nur in den kleinen. Alter, es ist echt ultra nervig, was er da treibt. Dann noch diese Rumhopserei. Komm, jetzt macht. Ich wollte gerade sagen, mach den Deckel drauf. Heide, nein, Kartoffelbrei. Ein nerviges Overwatch. Echt ein nerviges Overwatch. Fast nerviger wie ein Spinbotter. Ein Spinbotter ist halt in der Hinsicht nervig, weil es auch schnell langweilig wird. Man weiß sofort, was los ist und kann es eigentlich wegschmeißen. Hier war wenigstens noch etwas anderes zu sehen, aber dieses dauernde Rumgekacke und Angeballere. Ah! Affen. Einfach Affen. Ich wollte eben kurz sagen, sowas könnte man doch eigentlich direkt bannen. Aber könnte ja sein, dass es halt auch... Ich wollte darauf auf die ganz neuen Accounts anspielen. Das war sicherlich ein neuer Account. Aber ja, dann würden ja auch ganz neue Accounts, die es wirklich ernst meinen, halt dummerweise ein bisschen getrollt haben oder zu gut gespielt haben für den Rest, die würden dann auch direkt gebannt werden. Nee, nicht direkt bannen, aber sowas ist halt echt kacke. So ein Verhalten. Jetzt kann ich es kurz noch nachlesen. Hier, Disruptive. Es ist schon so ein bisschen Disruptive. Also nicht nur so. Und vor allem Antisocial, wenn du deine Mates anschießt. Und Anti-Competitive eigentlich auch, weil es halt nicht aufs Competitive geht, sondern woanders hin. Gut, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Kommt jetzt in den Livestream. Wir sehen uns dann gleich. Danke für die Likes, danke für die Kommentare. Tschüss.